Beispiel V2. Wenn Sie ins Skript schauen, an die Stelle, wo die Konvergenz von Zahlenfolgen definiert ist, dann sehen Sie dort einen Verweis auf das Beispiel V2. Das sind die Beispiele, die ich nur in der Vorlesung rechne. Die sind nicht in dem Skript mit dabei. Also, in diesem Beispiel geht es darum, für die Zahlenfolge, die wir gerade eben schon uns angeschaut haben, wirklich mithilfe der Grenzwertdefinition von gerade eben zu zeigen, dass an gegen 1 geht, wenn wir n gegen unendlich gehen lassen. Wie kriegen wir das hin? Wenn, ich schreibe es nochmal ausführlich auf, wenn a gleich 1 Grenzwert ist, dann gibt es zu jedem Epsilon größer 0 ein N0 sodass für alle N größer N0 gilt. Ich blätter nochmal zurück, dass der Abstand der Folgenglieder von dem Grenzwert betragsmäßig kleiner ist als Epsilon. Na, größer gleich N0, wobei das spielt eigentlich keine wirkliche Rolle. Ja, also, jetzt nehmen wir aus der Definition den Grenzwert eingesetzt und dann ziehen wir ab die Folgenglieder an, also in unserem Fall 1 plus minus 1 hoch n durch n im Betrag, das soll kleiner sein als Epsilon. Hier steht, um es nochmal deutlich zu machen, hier steht der Grenzwert a und hier stehen die Folgenglieder an. Ja. So, die Gleichung brauchen wir gleich nochmal, deswegen kriegt sie die Nummer 1. Jetzt können wir mal versuchen, ob wir den Ausdruck in Betragsstrichen vereinfacht bekommen. Na ja, klar, das und das hebt sich gegenseitig auf. Also steht da letztlich der Betrag von minus 1 hoch n durch n mit einem negativen Vorzeichen. Das soll kleiner sein als Epsilon. Und jetzt ist es auch klar, wenn wir den Betrag davon nehmen, ist das nichts anderes als 1 durch n soll kleiner sein als Epsilon. Ja? Also, gesucht ist jetzt ein n0, sodass, wenn wir n größer als dieses n0 nehmen, unsere Bestimmungsgleichung hier erfüllt ist. Und das ist doch ganz einfach. Da setzen wir einfach n0 in die Gleichung ein und formen das um, sodass wir n0 in Abhängigkeit von Epsilon angeben können. Wir kriegen also raus, wenn wir Epsilon vorgeben, dann müssen wir n0 nur größer als 1 durch Epsilon wählen und können uns sicher sein, dass dann diese Gleichung 1 erfüllt ist. Ja? Also,
für N0 größer 1 durch Epsilon ist mit N größer N0 die Gleichung 1 für alle Epsilon größer 0 erfüllt. Also ist A gleich 1 Grenzwert. So, das war ganz schön viel Rechnerei, um einen Sachverhalt nachzuweisen, der eigentlich auf der Hand liegt. Ja. Also schreibe ich mal dazu. Das war jetzt aber mal ganz schön umständlich. Ja, also in der Anwendung ist diese Definition des Grenzwerts einer Zahlenfolge nicht so wahnsinnig praktisch. Abgesehen davon hilft sie uns eigentlich auch gar nicht dabei, so einen Grenzwert zu finden. Sie hilft uns nur dabei, nachzuweisen, dass eine Zahl so ein Grenzwert ist oder eben zu zeigen, dass das nicht der Fall ist. Das ist der Grund, weswegen wir gleich ein bisschen kennenlernen werden, wie das in besonderen Fällen auch einfacher geht.